Am 8. Dezember 2012 hat die Paul-Schatz-Stiftung an der Jurastrasse in Basel zum Tag der offenen Tür eingeladen. Mit Vorträgen und Feierungen sind Besucherinnen und Besucher mit dem beeindruckenden Nachlass vom Wissenschaftler und Erfinder Paul Schatz vertraut gemacht worden. Regio TV Plus wollte wissen, wer die Paul-Schatz-Stiftung ist. Die Paul-Schatz-Stiftung ist 1999 gegründet worden. Das ist die Nachfolgerin von der Paul-Schatz-Gesellschaft. Und es war so, dass die Familie hat nach dem Tod 1979 von Paul Schatz gesagt hat, das ist etwas, das der Öffentlichkeit gehört. Das ist nicht der Familienbesitz. Wir haben dann zuerst nach einer Vereinsform und später dann in Form von einer Stiftung die geeignete Form gefunden, um den grossen Nachlass, wir haben unten ein grosses Archiv, wir haben Ausstellungen, wir haben Projekte, können zu verwalten und zu betreuen. Und jetzt ist die Paul-Schatz-Stiftung hier an der Jurastrasse seit ein paar Jahren und wird jetzt hier vor allem die Ausstellung weiter ausbauen und an die Öffentlichkeit bekommen. Das sind die Aufgaben von der Paul-Schatz-Stiftung. Mathematiker, Astronomen, Forscher, Maschinenbauer, Künstler. Wer ist der Mann, der wie ein Nikola Tesla von Basel unermüdlich geforscht, erfunden, gestaltet und entwickelt hat? Paul Schatz ist ursprünglich aus Konstanz, 1898 dort auf die Welt gekommen, dort aufgewachsen und 1927 zu uns in die Region gekommen. Und er war ein sehr vielseitiger Mensch. Einerseits hat er Mathematik und Maschinenbau und Astronomie studiert. Und nachher hat er eine Holzbildhauerausbildung gemacht, weil sie ideal war, dass er eine Brücke findet zwischen dem, was einerseits naturwissenschaftlich, mathematisch ist und auf der anderen Seite das Künstlerische, das Gefühlsmäßige und Gestaltung hineingeht. Das hat ihn interessiert. Und in Basel hat er dann hauptsächlich gewirkt. Er hat 1929 dann die Entdeckung gemacht vom umstellbaren Würfel. Und der umstellbare Würfel ist eigentlich zeigt, dass man eigentlich den Würfel von innen raus nach außen stülpen kann, ins Unendliche, und das Unendliche wieder durch den Mittelpunkt durchgeht. Und die weitere Konsequenz ist, dass dann daraus ganz viele andere Entwicklungen gekommen sind, wie zum Beispiel Turbula, wo viele Bachhofen AG in Muttenz nach wie vor seit 50 Jahren baut und vertreibt weltweit. Also es hat auch eine industrielle Komponente und Erfolg. Sowohl der umstülpbare Würfel wie auch der Oloid durchbrechen die einfacheren Erklärungsmodelle des mathematischen Körpers im herkömmlichen Sinn. Woher hat der Paul Schatz seine Denkanstöße geholt und was war sein Antrieb? Er hat sich ganz stark auf die Anthroposophie bezogen, er hat in Dornach gelebt und hat auch aus den Angaben von Steiner hat einfach geprüft, nachgeforscht und daraus auch seine Entdeckungen können schöpfen. Im Heliodom hat Erik Waser am Paul Schatz seine Forschungsergebnisse vom Oloid und der Astronomie in einem Projekt vereinigt. Was ist das? Der Erik Waser hat das Heliodom gebaut in noch Nähe von Strasbourg, in Coswiler. Er hat hier auch das ist über 20 Jahre Forschung und Entwicklung dahinter und er hat sich einen Traum verwirklicht, nämlich dass er ein Haus baut, für sich selber, aber auch für andere ist das gedacht, wo sich ganz nach der Sonne orientiert. Also im Sonnenlauf vom Herbst bis im Winter. Und das ist so die Geometrie, dass eigentlich immer ungefähr 20 Grad in diesem Haus sind. Und im Sommer kann kein direkter Sonnenstrahl reingehen ins Haus, aber im Winterhalbjahr wird das Haus geheizt. Und das hat er gemacht, weil er das Haus gebaut hat wie nach einem Prinzip von einer Sonnenuhr. Und er hat dafür für Energiesparpreise und Meisterschaften hat er da, also in Frankreich, aber auch in der Schweiz, schon einige Titel können gewinnen. Und es wird auch jetzt im Wallis, wird meines Wissens jetzt ein neues Heliodom gebaut. Und es sind auch viele an anderen Orten Anfragen für die Art von Architektur, die ganz auf die Sonne orientiert ist.